Aline, Sie überbringen heute das Friedenslicht ins Europäische Parlament. Das Friedenslicht kommt aus Bethlehem. Mhm. Wo haben Sie übernommen? Ich habe es hier in Straßburg dann übernommen und habe es in den Europarat als Erster gebracht. Und jetzt übergebe ich es dann dem Präsidenten vom Europäischen Parlament. Und dann geht es noch in die Stadt nach Straßburg. Da übergeben wir das dann noch dem Bürgermeister. Ja, genau. Straßburg ist ja eigentlich die Stadt des Friedens. Straßburg hat viele Kriege hinter sich gebracht. Mhm. Und darum ist es eigentlich so wichtig, dass man hier das Zeichen des Friedens gibt. Und in allen drei Institutionen soll es zeigen, dass wir verschiedene Institutionen haben, die miteinander arbeiten. Wir waren heute in der Früh im Europarat. Welchen Eindruck haben Sie vom Europarat gehabt? Was wurde dort besprochen und was sehen Sie als Chance, als große Chance des Europarates? Also mich hat der Europarat sehr beeindruckt. Er ist sehr groß und präsent mit all den Europastaaten, die dort drin sind. Und ja, ich glaube, das ist eine große Chance für Europa, dass da gemeinsam Sachen beschlossen werden und so für die Menschenrechte eingesetzt wird. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir hier eine Organisation haben, die über die Europäische Union hinaus arbeitet und Demokratie de facto unterrichtet. Jetzt sind wir im Europäischen Parlament. Wir werden in wenigen Minuten dann an den Präsidenten des Europäischen Parlaments dieses Friedenslicht überreichen. Wie gesagt, es kommt aus Bethlehem. Der Präsident freut sich schon sehr darauf, dass wir hier aus Steyr, aus Oberösterreich, dieses Friedenslicht in die Hauptstadt Europas bringen. Straßburg ist ja auch die Weihnachtshauptstadt Europas. Es ist zurzeit auch ein ZDF-Fernsehteam unterwegs, das durch ganz Deutschland reist und alle Weihnachtsstädte besucht. Und der Endpunkt der Reise ist natürlich Straßburg, was uns sehr freut. Und wir werden am Nachmittag dann mit dem Schiff in das Zentrum nach Straßburg fahren und dort das Friedenslicht der Stadt Straßburg übergeben. Ich glaube, für uns alle ist es sehr wichtig, dass ihr, nämlich die HTL Steyr und die HLW Steyr, hierher gekommen seid, eine berufsbildende Schule. Und ich glaube, dass auch das eine Message an Europa ist, dass unser Bildungssystem, das duale System, so gut funktioniert. Vielleicht ein paar Worte, was macht ihr in der Schule in erster Linie? Wir lernen. Also ich bin ja jetzt in der 5. Klasse, also schon kurz vor der Matura. Und wir lernen sehr praxisbezogen, also nicht nur Theorie, sondern auch sehr zur Praxis und schon zum Job hin sozusagen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was ist dein Lieblingsfach? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube Informatik, also. Mhm. Ja, sehr gut. Also da braucht uns nicht bang werden in der Zukunft. Das Friedenslicht gemeinsam mit dem dualen Bildungswesen ist eine Message an und für sich, für Europa, für das Europäische Parlament. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken für das Friedenslicht und freue mich, dass wir jetzt gemeinsam zum Präsidenten gehen mit einer Gruppe der Pfadfinder, mit den Schulen, mit der paneuropäischen Gruppe und hier schon ein bisschen Vorfreude zum Weihnachtsfest genießen. In diesem Sinn alles Gute, beste Grüße und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wo hoffentlich das Friedenslicht auch wieder die Chance hat, hier ins Europäische Parlament zu kommen.